Hast du mir was gekauft oder? Nö. Nö. Habt ihr das gehört? Hast du mir was gebastelt? Nö. Ist nichts gebastelt. Nö. Hast du überhaupt irgendwas für die Mama gemacht? Im Club? Ja. Warum im Club? Bleib bei mir, morgen ist Muttertag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sorry wegen meiner Stimme. Ihr habt es schon wahrscheinlich gerade erkannt. Ich bin immer noch erkältet. Herzlichen Dank aber an dieser Stelle für all eure lieben Genesungswünsche. Am Donnerstag ist ja ein Video online gegangen. Da habt ihr das ja auch schon gemerkt bzw. gehört, dass ich eben erkältet bin. Das Video hatte ich am Montag abgedreht. Gott sei Dank, weil Dienstag und Mittwoch ging gar nichts. Da hinten ist übrigens auch der Max. Der verarscht mich schon die ganze Zeit wegen meiner Stimme. Ja, und die ganze Woche über ging mir es nicht so gut. Hier ging es natürlich ganz normal weiter. Wisst ihr ja, wie es ist als Mama. Habt ihr ja auch gesehen auf Instagram. Und ich selbst habe mich nicht so viel gezeigt auf Instagram, weil es mir, ja, halt, ich war halt nicht fit. So, egal. Jedenfalls ist heute ja für euch Muttertag. Wir haben Samstag. Ich war heute Morgen schon bei DM einkaufen. Ich mache nämlich ein schönes Geschenk jetzt gleich zurecht für die Taufparty von Lissandro. Die hat nämlich ein Baby bekommen und da habe ich einiges gekauft. Pampers unter anderem. Ich stand vor dem Regal und war leicht überfordert. Jedenfalls mache ich jetzt gleich was Schönes zurecht. Und dann schauen wir mal. Wir müssen natürlich noch ein bisschen was für morgen kaufen. Und ich hoffe natürlich, dass der Max schon was Schönes für mich gekauft hat zum Muttertag. Hast du mir was gekauft oder? Nö. Nö. Habt ihr das gehört? Hast du mir was gebastelt? Nö. Ist nichts gebastelt. Nö. Hast du überhaupt irgendwas für die Mama gemacht? Ja. Ja, was denn? Ja, sag ich nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Naja, gut, ihr wisst ja, der Max, der veräppelt mich immer. Der wollte heute auch noch irgendwie was bauen mit seinen Paletten unten in der Garage. Keine Ahnung, was das schon wieder wird. Der Max hat einfach Hummeln im Bobbes. Der ist genauso wie die Mama. Na Max, immer was zu tun. Die Mähroboter hat er auch bekommen von der Mama, ne? Damit er schön den Garten machen kann. Ja, es kommt ja eigentlich nur uns zugute, ne? Aber ja, naja, jedenfalls muss ich jetzt auch gleich noch meine Haare machen. Ihr seht schon, die sehen echt schrecklich aus. Ich lasse die jetzt noch Luft trocknen, weil ich sie ja ungern föhne. Ich wollte euch aber noch ganz kurz zeigen, was ihr gewinnen könnt. Und zwar in meinem Video am Donnerstag habe ich eine richtig schöne Verlosung für euch mit integriert. Das sind die Produkte, die ihr gewinnen könnt. Also zwei von euch können gewinnen. Ich habe das jetzt alles extra mal noch hier liegen gelassen. Falls ihr Lust habt mitzumachen, beziehungsweise falls ihr Bock habt zu gewinnen, dann schaut mal unten in die Infobox. Da könnt ihr euch das Video anschauen. Ich verlinke es euch. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, ja, diese tollen Produkte hier zu gewinnen. Ich habe auch noch ein großes Paket von Nintendo bekommen. Hier der Tisch, der sieht aus. Die haben schon einiges zusammengebaut. So sieht das aus. Der Roboter, der ist auch schon zusammengebaut. Oh, das ist unsere Seite. Riesenbox für das kleine Teil. Okay. Alles klar. Und weißt du, wie es geht, Lassie? Nö. Der Papa hilft dir. Genau. Ist es schon da? Jo. Okay, dann go. Welches wollt ihr zuerst machen? Den, Klavier. Das Klavier? Ja. Okay, zeig ich mal. Ist es da abgebildet? Ja, da ist es. Das Klavier. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Spaß gehabt bei diesem Nintendo Labo, um das eben zusammenzubauen. Ich werde jetzt mal das Geschenkchen vorbereiten. Nehmt euch dazu mit. Ich zeige euch, wie ich das jetzt einfach einpacke. Ich mache das also mit meiner Fantasie so ein bisschen. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und weiter geht's. Nicht los geht's, weil das war ein langes Intro. Weiter geht's. Ich hole jetzt die ganzen Sachen mal raus, die ich gekauft habe. Das habe ich jetzt schon rausgeholt. Und zeige euch das Ganze jetzt gleich mal im Überblick.
Also ich stand ehrlich gesagt vorm Regal und habe irgendwie keinen Plan gehabt, was ich denn kaufen soll. Also was im Moment halt so aktuell, ja, was man halt so braucht für ein Neugeborenes. Hört sich total komisch an, weil ich hatte ja mal 4 Neugeborene. Ja, aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her, sagen wir es einfach mal so übertrieben. Also gut, ich hole jetzt mal unten einen Karton, möchte den nämlich dann schön auslegen mit Geschenkpapier und dann packe ich diese Sachen rein. Das hier zum Beispiel ist übrigens für die große Tochter von Alessia, also was heißt große Tochter, die ist schon 3,5 und da habe ich gedacht, packe ich hier auch was mit rein, da freut sie sich und ein paar andere Sachen habe ich auch noch, die liegen jetzt nicht hier, aber ihr seht es ja dann im Anschluss, wie das Geschenk geworden ist. Also schaut mal, ich habe jetzt unten 2 Kartons geholt und hier, das hebe ich immer auf. Das finde ich passt sehr, sehr gut zu dem Geschenk. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich das Ganze anordne. Natürlich werde ich den Karton mit Geschenkpapier quasi, ja, wie sagt man, also ihr wisst, was ich meine, damit man halt den Karton nicht sieht. Ich habe jetzt aber leider echt kein schönes pinkes Band oder rosanes Band. Ich habe jetzt nur das hier gefunden. Total blöd, ich habe ganz viele Bänder, aber irgendwie immer nur passend für Jungs. Ja, Memo an mich selbst, mal Bänder für Mädchen kaufen, würde ich sagen. Okay, also ich mache jetzt mal hier weiter. I got you under my skin. You are a bad, bad man. Care about no one else but you under your skin. Just a sad, sad man. Don't have no one else. What you're trying to prove? I tell you now, once, not twice. Jetzt noch so ein bisschen erhöht ist, habe ich hier nochmal so Krepppapier drunter und jetzt kommt noch Glassichtsfolie außenrum. Natürlich kommt noch eine schöne Karte rein, da ist dann noch ein Gutschein drin und oben mache ich dann noch eine Schleife dran. Mal schauen, welche ich eben jetzt nehme und dann wäre das Paketchen auch schon fertig. So, ich nehme jetzt das Grüne hier, das habe ich mal bei Depot gekauft, weil das Rote, finde ich, das sticht zu arg ab. Das sind ja so schöne Pastelltöne und hier ist ja auch alles so richtig schön in Pastell und deshalb, denke ich, passt die Schleife hier jetzt am besten dran. Ich wollte euch noch kurz die Karte zeigen, finde ich total süß und ich habe doch noch was Pinkes gefunden. Und hier habe ich übrigens noch ein Schmetterling dran gemacht und die Karte, die kommt jetzt in den Umschlag und dann stecke ich sie noch mit dazu. So, wir gehen jetzt einkaufen, eine Runde. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr heute Schönes geplant habt, beziehungsweise was ihr gemacht habt heute. Vielleicht schaut ihr dieses Video nämlich erst heute Abend. Es ist ja Muttertag, wie gesagt. Erzählt mir mal, wie ihr den Tag verbracht habt. Habt ihr was Schönes mit eurer Mama gemacht? Ich wäre total froh, wenn ich was mit meiner Mama machen könnte, was natürlich nicht geht. Uns trennen ja fast 2000 Kilometer, was eine ganze Menge ist, da kann man nicht einfach mal so hinfahren, ne? Aber ihr könnt mir das sehr, sehr gerne mal schreiben, da freue ich mich und ja, wir gehen jetzt einkaufen. So, meine Lieben, da bin ich. Ich sitze jetzt im Auto, das seht ihr ja. Es geht nämlich jetzt für mich ins Freibad. Jawohl, ich freue mich. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich es liebe, im Freibad zu sein. Nämlich nicht so sehr. Meine Jungs haben sich das aber heute gewünscht. Es ist nämlich super warm, also total spontan fahren wir da jetzt hin. Ich gehe natürlich nicht ins Wasser. Ich bleibe am Beckenrand, werf die Bälle und schaue meinen Jungs zu und esse eine Portion Pommes. Ist beim Kiosk, das ist nämlich immer total obligatorisch, wenn man im Schwimmbad ist, ne? Eine Portion Pommes. Und ja, das Geschenk, das ist auch hier. Da ist es. Das überreichen wir dann später, nachdem wir dann vom Schwimmbad eben ja, zurückkommen. Aber nee, wartet, nach dem Schwimmbad müssen wir erst noch Großeinkauf machen bei E-Center, damit wir ja, für morgen was zum Essen haben. Also gut, auf geht's ins Freibad. Das erste Mal für dieses Jahr. Ich freue mich. So, meine Lieben, wir waren noch einkaufen
Und dann bei der Taufpatin vom Alessandro, die hat sich riesig über das Paketchen gefreut. Wir haben es mittlerweile schon 9:30. Ja, ich bin eine italienische Mama. Wir sind 9:30 noch unterwegs, aber es ist ja Wochenende. Wochenende hoch die Hände. Und ja, es war richtig schön. Wir wollten eigentlich nur das Paket überreichen. Was war das Ende vom Lied? Wir haben natürlich dort was gegessen. Eine Pizza, die haben nämlich auch ein Restaurant. Wie es halt immer so ist, ne? Wir Italiener, und es war alles laut und kunterbunt und ganz viele Kinder sind rumgerannt. Und es war auch wirklich viel los im Restaurant, aber ja, das ist halt so. Und jetzt kommt gerade der Max angefahren, sehe ich gerade. Wartet mal, da ist der Max. Ist der jetzt fertig mit Pizza ausfahren? Der hat eigentlich gerade Pizza ausgefahren. Oh, ich muss noch das Hemd bügeln von Max. Eieiei, das hat er mir noch aufgetragen, dass ich ihm das doch bitte noch bügeln soll. Wir wollen nämlich heute feiern im Club. Max? Hallo. Ich habe das Hemd leider noch nicht gebügelt, Schatz. Jetzt willst du mich flachsen, oder? Ups. Aber ich bügel's dir jetzt schnell. Wann wollten ihr los? Jetzt. Oh, okay. Also wir verabschieden uns von euch. Ich muss jetzt noch ganz kurz ein Hemd bügeln für den Max. Der möchte nämlich heute Abend in den Club. Und ja. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. So viel ist jetzt gar nicht passiert. Ja, aber das war halt jetzt heute der Tag eben nun mal. Und jetzt muss ich mich wirklich beeilen, damit der Max feiern gehen kann. Ne? Ihr wisst Bescheid. Sieht gut aus, Max. Danke. Hat die Mama gut gebügelt? Ja. Aber den Knopf da oben machst du noch zu. Ne, das gefällt mir nicht. Bessere Haut muss man zeigen. Nee, Max, nicht schön. Das ist ein Fliegen. Der Max macht es noch zu. Und wo gehst du heute Abend hin, Max? Ich gehe in den Club. In den Club? Ja. Warum in den Club? Bleib bei mir, morgen ist Muttertag. Als Geschenk. Nö, die gute Freundin hat Geburtstag. Ja, aber Max, morgen früh rechtzeitig da sein, also. Ja, um 12. Okay. Der Lessi, der backt übrigens gerade. Ich glaube, der hat einiges vor für morgen, kann das sein? Ich hoffe, du hast dir auch was überlegt. Mhm. Hier, ne? Der Lessi backt gerade. Abends 9:00, ey. Hier sind noch die Erdbeeren, die wir gekauft haben. Ey, 4 € haben wir bezahlt, ne? Ist unglaublich. Also, Max, fahr vorsichtig, Schatz, ne? Mhm. Fahr zwei in der Woche. sagt dem Lokführer, der soll vorsichtig fahren. Also, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Muttertag. Bis dann. Tschüss.